Bewusstsein. Und das ist dieses Gefängnis. Gefängnisse sind wichtig für Ordnung. Dafür hast du deine materielle Welt, wenn du in einem Staat lebst. Wir bleiben jetzt aber, was auch immer gerechter Staat ist. Wenn einer sich gegen die Regeln verhält, krass, dann gefährdet er ja andere. Nur mal im Straßenverkehr. Dann ist es nicht schlecht, wenn man die ein bisschen aus dem Verkehr zieht. Darum gibt es jetzt in deiner Welt Gefängnisse und in meiner göttlichen Welt ist es nicht anders, dass es in meiner göttlichen Welt auch Gefängnisse gibt, aber die sind natürlich etwas freigesteckter wie in eurer materiellen Welt. In meiner Welt kommen nur Leute ins Gefängnis, die keine eigene Meinung haben. Das ist das größte Verbrechen, die größte Sünde, Amartya, Sünde. Etwas bezeugen, was man eigentlich nicht bezeugen kann. Sünde, habe ich heute erklärt. Das heißt, das größte Verbrechen, was überhaupt gibt, ist Amartya, ist Sünde, die Sünde. Und das heißt schlichtweg, wenn ich an irgendetwas glaube, was ich geistlos nachplapper und ich das ganz tief in mir beschwöre und bezeuge und auch mit Leuten noch rumstreite, ob die jetzt auf dem Mond waren oder nicht auf dem Mond waren oder ob das gut sind oder böse sind, die Rechten und die Linken, die sich die Köpfe einschlagen und das sind beides Idioten. Die wir uns jetzt ausdenken, sind ja nur Worte, merkst du, sind nur deine Gedanken, die durch Worte ausgelöst werden. Du bist wie ein Werte- und Reaktionssystem aus meinen Worten. Ob du jetzt die Geräusche hörst oder ob du das geschrieben siehst, ob ich jetzt das hier bei den neuen Geräten los spreche oder ob ich es eintippe, erzeugt dasselbe Phänomen. Das ist ein reines Interpretationssystem. Dass also hier dieses keine eigene Meinung haben, ist für einen gottlichen Geist das Verbrechen. Und dann kommt ihr in ein Gefängnis, ihr seid zurzeit drin. Dieses Gefängnis ist ein besonderes Gefängnis. Ich betone nochmal, in den Gefängnis sind alle eingesperrt, die keine eigene Meinung haben. Das erste Mal, da ich ja immer Freiheit plädiere, sieht es ja so aus, dass dieses Gefängnis keine Gitter an den Fenstern hat, es hat keine Schlösser an den Türen, weder an den Zellentüren noch an der Eingangstür. Jeder in dem Gefängnis hat eine eigene Zelle, wo er drin sitzt, wo er jederzeit raus könnte. Er kann aus seiner Zelle raus und kann in die Nachbarzelle, also in die anderen Zellen reingehen und er kann aus dem Gefängnis raus. Die Türen sind offen. Immer dran denken, in dem Gefängnis sitzen die, die keine eigene Meinung haben. Um dieses Spiel amüsant zu machen, wir brauchen etwas Würze in dem Spiel, habe ich natürlich Gefängniswärter erschaffen. Die haben von mir eine ganz klare Anweisung. Diese Gefängniswärter haben den Auftrag von mir bekommen, dass sie alles, was ihnen in ihrer Möglichkeit, in ihrer Vermögensfähigkeit steht, tun müssen, dass die Gefangenen nicht aus dem Gefängnis rausgehen. Aber Grundbedingungen, die dürfen die Gefangenen in keinster Weise festhalten, anfassen, körperlich berühren. Das Einzige, sie dürfen nur verbal auf sie einwirken. Nur mit Worten. Das heißt, wenn du raus bist, Andreas, kannst du sofort raus. Egal, was dir einer erzählt. Da werde ich nicht festhalten. Jetzt pass auf, der Trick besteht darin, dass diese Gefängniswärter sich, das ist wie das wirkliche Mathematikus im Selbstgespräch, dass die sich in dein Herz geschlichen haben, als deine besten Freunde, als deine Berater, dass die unheimlich lieb zu dir sind und gut nur so tun, als wenn sie dein Bestes wollen. Und jetzt, du sitzt in einer Zelle und irgendwann merkst du, das bin ich nicht, das ist eng und so. Und jetzt kommt natürlich dein Gefängnis, weil der bringt dir dein Essen immer wieder und Zeug. Und jetzt unterhältst du, hey, wie sieht es denn aus da außen? Was ist da außen eigentlich los? Oh, 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 sei du bloß froh, dass du da außen geht vielleicht ab. Da muss man, weißt du, das ist, da muss man ums Überleben kämpfen. Und was ist doch so schön, schau, du hast gleichmäßige Temperatur. Du hast hier, wie ich immer sage, hier erdbebensicheres Gebiet. Tsunami sicher, keine Angst haben müssen, du kriegst dein Essen hier, was das, ich sag dir, was die da außen kämpfen müssen, was die Angst haben müssen, wie gefährlich das ist. Du hörst es, was der dir sagt, oh Gott sei Dank darf ich da sein. Aber irgendwann gärt es in dir. Du willst raus. Und das ist jetzt das, du kannst raus, aber das Problem ist, du gehst nicht raus, weil du ständig irgendwann meinst, darf ich raus, wenn du dich fragst, darf ich rausgehen? Das immer, die erzählen dir dann was von Freiheit und erklären dir aber, das ist die katholische Kirche. Ja, ja, aber wenn du, das ist du, nimm dich in Acht. Und das ist das Problem, wenn du diesen Gefängniswärter vertraust, wirst du ewig eingesperrt bleiben. Und ich würde jetzt sagen, wer diese Gefängniswärter sind. Die Gefängniswärter sind deine ganzen Autoritäten, denen du Vertrauen schenkst, von denen du gesagt bekommen willst, was du tun sollst. Und überall letztendlich dein eigenes Ego, du selbst. Ich zitiere aus, ich bin nur ganz am Anfang. Der Gefängniswärter ist dieses Ich, das große blaue Ego, ich das sagt, ich kann doch nicht, ich darf doch nicht. Ich habe zwar erkannt, dass der Professor irgendwie eine Scheiße spricht, aber wenn ich widerspreche, dann fliege ich bei der Prüfung durch und dann kriege ich meinen Ingenieur nicht.
dieses ständige Anpassen an irgendwelche Normen, weil dein eigenes Ego dir einlädt, ganz genau erklärt, was alles passiert, wenn du dieses und jenes machst und wo du dann hinkommst, wo das hinführt. Ja, dann verliere ich meinen Job und dann ist das und das. Eins der Gebote ist, sorge dich nicht um morgen. Wenn man dann tiefer in die Geschichte geht, die Manna-Geschichte, die waren ja aus Midstream aus Ägypten nicht raus. Das ist das Symbol, Ägypten ist das Symbol, wo man für Geld arbeitet. Wo man meint, Geld erhält mich am Leben. Ägypten ist die Welt, die du dir jetzt ausdenkst, inklusive das, was du zu sein glaubst. Und dann ist natürlich ein Murren im Volk, weil die sagen, ja, wenn wir jetzt da in die Wüste ausziehen, von was sollen wir in der Wüste leben? Dann haben wir hier haben wir zwar wenig, aber ein bisschen wenigstens was, wenn wir da losmarschieren. Und dann gibt es ganz klare Anweisungen, das Manna-Gesetz. Das ist hier jeden Morgen, wenn ihr wach werdet, ist Manna da. Da steht nur Man, M-N. Jeden Morgen, wenn du wach wirst, ist eine gestaltgewordene Existenz da. Weil du aus dem Nichts, weißt du, unser Computer fährt wieder hoch, jetzt bin ich wieder da. Und jetzt ist aber ganz wichtig, das erste Gebot, du darfst nicht mehr Manna sammeln, wie das bis zum Abend reicht. Weil wenn du mehr sammelst, verbesserst du dir dein Zelt und es fängt so unerträglich an zu stinken, dass du es fast nicht mehr aushalten kannst. Da man denken ist, du darfst nicht mehr denken wie bis heute Abend, weil wenn du morgen und übermorgen denkst, wie war das mit den Anfang von Sorgen, dann versaust du dir das hier und jetzt dermaßen, dass du es fast immer aushalten kannst. Kennst du das Gefühl, Thomas? Es ist alles bestens geregelt, ihr müsst bloß die Regeln verstehen.